Willkommen, Professor Manfred Hampe, Studiendekan des Fachbereichs Maschinenbau an der Technischen Universität in Darmstadt. Herr Hampe, wenn Sie aus dem Blickwinkel einer Universität Studierende sehen, die aus dem Bereich der beruflichen Bildung in die Universität einsteigen, wo liegen deren Probleme? Wo muss besser vorgearbeitet werden? Sie haben es schwer. Sie haben es sehr schwer. Deshalb, weil Ihnen in der Mehrzahl der Fälle die mathematischen Voraussetzungen fehlen, um ein Studium an einer technischen Universität durchzuziehen. Sehen Sie die Möglichkeit, das zu verbessern, um die Durchlässigkeit zwischen den Systemen zu erhöhen? Wir hatten früher den Umweg über die Abendgymnasien. Der wird heutzutage so gut wie nicht mehr beschritten. Wir empfehlen Studierenden aus diesem Bereich eher an der Fachhochschule zunächst zu studieren und nach einem erfolgreichen Bachelorstudium, wenn dann der Wunsch nach einer wissenschaftlich intensiveren Ausbildung nach einer Forschungstätigkeit besteht, dann an die Universität zu kommen. Der Herr Küpper von den Arbeitgebern hält das duale Ausbildungsmodell in Baden-Württemberg sehr hoch, wo eine berufliche Ausbildung mit der Hochschulausbildung verbunden ist. Ist sowas auch für den universitären Bereich denkbar und praktikabel? So etwas hatten wir zum Teil bereits. Das ist meistens von den Arbeitgebern nicht mehr aufrechterhalten worden, nachdem die Arbeitgeber gemerkt haben, dass die Absolventen nicht in die Firmen gegangen sind, die sie finanziell alimentiert haben. Nein, es ist für uns eigentlich kein gutes Modell. Man muss auch sehen, dass die Berufsakademien natürlich auch nicht gerade die beruflich Qualifizierten als Studierende aufnehmen, sondern in der Regel Abiturienten mit besonders guten Abiturnoten. Es ist heute an zwei, drei Stellen in der Diskussion, in den Vorträgen angesprochen worden, Talente aus zum Beispiel sozialkritischen Bereichen oder mit Migrationshintergrund, die sehr gerne unter den Tisch fallen gelassen werden. Wo sehen Sie da Möglichkeiten, jetzt speziell für die wissenschaftliche Bildung Nachwuchs zu akquirieren? Wir freuen uns über jeden, der aus diesen Bereichen zu uns findet. Ich glaube auch nicht, dass sie in irgendeiner Weise an der Universität benachteiligt werden. Im Gegenteil, es wird völlig unabhängig und losgelöst vom Ansehen der Person oder des sozialen Hintergrundes die Leistung, die in den Prüfungen erbracht wird, bewertet. Wir bemühen uns, Peer Groups zu schaffen, während des Studiums, in Projektkursen beispielsweise, sodass die Studierenden in ein soziales Netz sich einfinden. Man muss allerdings dazu bereit sein, solche sozialen Netzwerke tatsächlich zu knüpfen und sich aktiv daran zu beteiligen. Des Qualifikationsrahmens Meister und Techniker sind ja hier auf dem VDT-Hochschultag der Techniker, sind dem Bachelor gleichgesetzt. Wo sehen Sie da die Schwierigkeiten? Sie haben eben angesprochen, Nachteile im Bereich Mathematik, weil anders angewendet wird, anderes praktisches Beispiel gegeben wird. Wo kann man da etwas tun, um die Durchlässigkeit zu erhöhen? Ja, man kann natürlich etwas tun, um die Durchlässigkeit zu erhöhen. Es ist nur die Frage, wer etwas tun soll. Die Universitäten sind zurzeit so überlastet, gerade in den ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen. Also der Maschinenbau ist zu 50% überlastet. Die Elektrotechnik ist vollständig ausgelastet und auch das Bauingenieurwesen.
ist inzwischen eher überlastet als ausgelastet. Da findet eine Universität kaum Platz, ohne zusätzliche Mittel nun auch noch die Qualifikationen herzustellen, die sie eigentlich erwartet von denjenigen, die an die Universität kommen wollen. Mit Ihrem Blickwinkel auf die Bildungslandschaft, wenn Sie einen Wunsch frei hätten, der ohne Diskussionen erfüllt wird, was wäre der? Ich würde mir wünschen, dass sich junge Menschen Gedanken machen über das, was sie in den nächsten 30, 40 Jahren tun möchten. Und das ernsthaft. Ich glaube, das würde viele Probleme lösen. Thank you.